Action! Wow. Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie gekommen seid und nicht über den Flohmarkt geht momentan. Ich spreche heute über Roboli. Das ist ein Taskrunner. Und das große Thema, das ist sehr gut zu sehen, also kurz zur Erklärung zu diesem Slide. Was ihr da sehen könnt, falls der Beamer auch nur annähernd irgendwas abbilden würde, ist eine Art Meer mit so ein bisschen Wasser, blaue Farben. Sieht eigentlich relativ cool aus. Ich zeige euch das mal auf meinem Notebook. Also so sollte das aussehen. Ist doch fast das Gleiche. Ich meine, das Bild ist sowieso frei, das habe ich aus dem Internet runtergeladen. Von daher muss es auch, also ich habe jetzt dafür kein Geld ausgegeben, dass das so scheiße aussieht. Von daher, gut, okay. Taskrunner, wir sprechen über Automation. Das ist das große Thema. Und habe ich eigentlich das Ding nicht mehr gemutet? Ist das okay? Ich habe schon längst. Ah, super. Oh ja, nee, klar. Okay, jetzt habe ich mich selber rausgebracht. Wir sprechen über Automation und ich meine, wer ist hier Developer in dem Raum? Ich hoffe, wahrscheinlich alle. Ja, so ist das. Ihr kennt das irgendwie selber. Wir nutzen dann gerne mal 2 Tage. Um einen Prozess abzukürzen, den wir einmal im Jahr ausführen und womit wir dann 5 Minuten sparen. Das machen wir, weil wir Spaß dran haben und weil wir es können. Also das Thema ist Automation. Roboli ist ein Taskrunner und es ist ein Taskrunner, der auf PHP basiert. Was ist ein Taskrunner? Gehen wir das mal relativ einfach an, lassen den Runner mal weg und beschränken uns auf den Task. Was ist ein Task? Ein Task, wie ihr da sicherlich schon lang gelesen habt, weil ich kann das gar nicht so schnell reden, wie ihr das lesen könnt. Es ist irgendeine Aufgabe, die irgendwie wiederkehrend ist, weil nur wiederkehrende Aufgaben macht es Sinn zu automatisieren. Wenn ich irgendwie einmal was mache, dann brauche ich das nicht zu automatisieren. Also wenn ich irgendjemand zum 50. Geburtstag gratuliere, dann muss ich das nicht automatisieren, weil das mache ich sowieso nur einmal. Na, ja. Das Problem erledigt sich bei Robert ja ganz schnell. Ja, danke schön. Ja. Wer David hat, braucht keine Feinde. Gut, reden wir ein bisschen über Optionen. Was gibt es da? Das ist ein Thema, was man oft sieht. Es gibt zum einen Taskrunner basierend auf JavaScript. Es gibt mehr, ich weiß, aber ich habe mal die beiden großen irgendwie rausgehauen. Kann man das überhaupt lesen, ja, ne? Hi, cool! Ja. Das ist doof, ja. Naja, das ist auf jeden Fall jetzt festgehalten. Ist auf Dome.js-Basis, oder? Ja, genau. ist auf Bob.js-Basis. Ja, also auf JavaScript, es gibt, wie gesagt, Gulp. Gut, dass ich das Logo noch dabei gemacht habe. Aber es gibt also Gulp und es gibt Grunt. Ich persönlich mag Gulp lieber. Das ist mehr so Programmieren und Grunt ist mehr Konfigurieren. Wie man will. Also ich mag Glub lieber. Dann gibt es die so ein bisschen auf XML-Power setzen. Da kennt man die, da kennt man von ganz alten Zeiten, kennt man Ant und ein bisschen neuer. Ein bisschen neuer ist ein bisschen scherzhaft allerdings auch. Ist Sing. Sind also auch so eine Art Taskrunner, mit denen ich gewisse Sachen automatisieren kann. Bei denen ich fand es damals bei Ant schon recht schwierig, wenn man irgendeinen Fehler gemacht hat, das irgendwie rauszufinden. Also das fand ich immer irgendwie ein echtes Problem.
Und ja, und bei Swing ist das eigentlich genauso. Also da irgendwie, wenn du da irgendwas in dem XML-File falsch gemacht hast, das irgendwie debuggen kannst, ist auch nicht wirklich. Und es ist, ist nicht wirklich so super toll. Ich nutze immer noch Thing für gewisse Sachen. Das liegt aber daran, dass ich zu faul bin, die Skripte, die ich habe, umzuschreiben. Ja, das ist eigentlich das Problem meines Lebens. Kommen wir auf die PHP-Taskrunner, da gibt es eine ganze Menge. Einer von denen heißt Task, was natürlich ein sehr innovativer Name ist dafür. Dann gibt es noch so ein paar andere, wer ein bisschen sich mit Laravel auskennt, kennt die. Und dann gibt es noch Rocketeer, was aber ein bisschen mehr in Richtung Deployment geht. Und Roboli, und wer ein bisschen aufgepasst hat, auf der ersten Folie stand das nochmal. Genau darüber sprechen wir nämlich jetzt. Gut, was gibt es da an Tasks? Zunächst gibt es da, muss man dann unterscheiden, es gibt sogenannte Single Tasks und es gibt Stacks, die man benutzen kann. Was ist Single? Single ist das. Man führt also irgendwas aus, und das ist jetzt quasi Execute, heißt irgendwas auf der Shell auszuführen. Und ihr seht irgendwie, this task execute, make dir, macht ein Verzeichnis. Und dann hacken wir da so einen Run dran und dann lübt das. Ne? Nächste, wechselt man ein Verzeichnis, macht ein anderes Verzeichnis und so weiter. Eins nach dem anderen. Man kann auch überprüfen, ob das wirklich erfolgreich war. Und so hangelt man sich durch. Die andere Alternative ist, einen Stack zu executen. In dem Fall. Und da sagt man irgendwie, da gibt es eine Variable Stop on Fail. Da habe ich den Parameter weggelassen, weil der ist in dem Fall normalerweise immer true. Und das, wenn dann irgendwas fehlläuft in der Abfolge, dann hört das Ding einfach auf. Ne? Stop on Fail. Gleiche Sachen. Das heißt, der Stack. Genau, der hört an der Stelle auf, wo er einen Fehler gefunden hat. Ne? Also, keine Ahnung, make dir 1, 2, 3, vielleicht gibt es das schon, das erzeugt einen Fehler und bla bla. So. Ne? Das ist dann das passiert an der Stelle. Okay. Wir häscheln jetzt so ein bisschen durch die Tasks durch, die es da so gibt. Es gibt also, haben wir gerade schon gesehen, execute. Kann man mit Stack machen. Es gibt eine Möglichkeit, was parallel auszuführen. Parallel execute. Man sieht ein bisschen, wo es herkommt. Und das ist, glaube ich, haben wir irgendwie alle schon, wenn wir so ein bisschen so entwickeln, festgestellt. Symfony ist wirklich so ein bisschen so eine Seuche. Ne? Das findet man schon fast überall. Und mit Composer ist es dann noch schlimmer geworden. Also irgendwie steht das fast in jeder Composer-Datei drin. Und man kann auch Symfony-Commands ausführen. Liegt eben daran, dass es in einer gewissen Weise eben auf Symfony basiert. Und man kann auch Watch machen. So, das schauen wir uns jetzt auch ein bisschen an. Konntet ihr euch vielleicht schon so überlegen, weil ich habe das in Fett gemacht. Das war der Hinweis darauf. So, und jetzt sieht man im Grunde genommen hier, der Watcher schaut also, gibt es irgendeine Änderung in der Composer-JSON-File, in dem Composer-JSON-File, und wenn es da eine Änderung gibt, dann führt er diese Funktion aus, die da definiert ist, und die macht dann eben ein Composer-Update. Genauso, wenn man irgendwie an irgendwas im Source Directory verändert hat, dann wird PHP-Unit ausgeführt. Wie wir ja alle wissen, haben wir für alle Sachen, die wir programmieren, immer Unit-Tests. Und von daher ist das absolut sinnvoll, das eben zu haben. Man könnte da auch noch ein paar andere Sachen ausführen, da komme ich dann vielleicht gleich noch zu. Und dann machen wir noch ein paar andere dumme Scherze. Es gibt einen File System Task, das ist der typische Symfony File System Stack, den haben wir Clean Dir, Copy Dir, Delete, bla 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 und so weiter. Es gibt auch einen Monitor Dir. Der macht eben, wenn es möglich, versucht er das zu symlinken, und wenn nicht möglich, dann kopiert das. Nicht möglich heißt,
Man hat so eine Kiste, wo Windows drauf installiert ist. So. Ne? Da ist das mit dem Symlink irgendwie nicht. Es gibt Möglichkeiten, das auf Windows zu machen, aber... Genau, das kannst du zwar machen, das ist aber kacke. Ja, es gibt ein paar File-Tasks. Man kann also Files zusammenführen. Also, keine Ahnung, wenn man aus 26 CSS-Files also eins machen will, dann kann man das damit machen. In der richtigen Reihenfolge. Es gibt einen Replace-Task, es gibt einen Write-Task, da kann man irgendwas schreiben. Und zu den Replace, wie man es hier sieht, man kann also, das heißt dann Replace in File letzten Endes. Und da sieht man, okay, da gibt es eine Version, from, to, wird ersetzt. Und dann kann man quasi, hat man quasi seine Version aktualisiert. Das geht auch mit Regular Expressions. Wenn man irgendwie in so einer YAML, eine YAML-Datei oder in jeder anderen Datei kann man eben Service durch Services ersetzen, auch wieder laufen lassen. Und dann haben wir es ersetzt. So. Dann kommen wir zum Composer. Dump Autoload, Install, Update. Wer kennt hier nicht Composer? Das habe ich mir fast gedacht. Ja, das nächste Slide ist deswegen ein bisschen überflüssig. Also ein Package Manager für PHP, für die Leute, die es dann doch noch mal hören wollen. Und irgendwie muss ich ja auch die Zeit füllen. Es löst auch Abhängigkeiten aus, es lädt installiert Libraries, Autoloading für Klassen und kann wahrscheinlich auch Kaffee kochen. Gut, was gibt es weitere Tasks? Wie gesagt, wir als gute Entwickler haben natürlich alles immer in einem Git-Repository. Es gibt also was für Git und Upsala, auch für SVN. Was ist das? Haben wir früher mal alle vielleicht benutzt oder auch nicht und entsprechend geflucht. SVN ist eben auch ein Code Repository. Das gibt es aber nur noch bei wirklich ganz alten Geschichten, also WordPress zum Beispiel. WordPress, genau, ja. So, im Grunde genommen, was wir da an der Stelle haben, ist mehr ein Wrapper um ein Shell-Skript drumherum. Man kann also die entsprechenden Kommandos eben auch ausführen. Aber das ist nicht wirklich so super. Also wenn man wirklich irgendwie mit Git viel arbeiten will, das Joomla-Framework Git-Package ist eigentlich gar nicht so schlecht. So. Kann zumindest eine ganze Menge. Okay, was haben wir denn noch so? Dann gibt es noch weitere Tasks, das sind also Deployment-Tasks. Man kann was mit dem Changelog machen. Man kann irgendwie Markdown-Dokumente generieren. Man kann Releases auf GitHub hochschieben. Auch ganz praktisch. Ne? Man kann also seinen ganzen Deployment-Prozess in einer Weise abbilden und schiebt dann das Release direkt auf GitHub hoch. Und man kann PAR-Dateien, man kann auch den internen PHP-Server starten und da gewisse Sachen mit ausführen. Und es gibt auch eine Task oder eine Funktion, um eben Semantic Versioning zu unterstützen und da die Version Numbers zu daten. So, vielen guten Taskrunner. Und letztes Jahr habe ich eine ganze Menge über Gulp erzählt und gestern hat der Alexander Schmidt hier auch schon was dazu erzählt, dass man, wenn man Webseiten macht, man vielleicht irgendwie nur eine JavaScript-Datei und vielleicht auch nur eine CSS-Datei laden sollte. Und auch der Taskrunner kann eben auch Last-Minify, der kann auch SAS verarbeiten, die Sachen kompilieren und auch JavaScript kroketten und kleiner machen. Also von daher, auch diese Sachen sind da drin. Es gibt dann noch so ein paar Reboot-Tasks wie rsync für die Leute, die schon mal eine Linux-Shell gesehen haben. Und es gibt natürlich auch SSH und dann kann man in dem Fall dann auch sagen, okay, komm, was mache ich denn jetzt auf meinem Remote-Server und logge mich dann eben da auf meinem remote-example.com an mit dem Usernamen User, Wahnsinn, und gehe in das irgendein Verzeichnis
liste mir das, was natürlich vollkommen sinnvoll ist, wenn ich das in dem Taskrunner mache. Aber das Beispiel habe ich dann auch wirklich nur kopiert, muss ich sagen, von der Webseite und habe dessen Sinnhaftigkeit nicht überprüft. Modification von Files macht dann doch noch ein bisschen mehr Sinn. Das kann man dann eben auch ausführen lassen und dann kommen wir wieder zu unserem Testing. Wie wir vorhin ja schon festgestellt haben, haben wir ja alle Tests und natürlich nicht nur Unit-Tests, sondern wir haben natürlich auch Integration-Tests und grundsätzlich fangen wir natürlich auch an mit vorher Spezifikationen nutzen, PHP-Spec und solche Sachen. Also diese Sachen kann man eben auch ausführen. Dass da CodeCeption unterstützt wird, ist nicht wirklich verwunderlich, weil der Entwickler von Roboli ist der gleiche, der auch CodeCeption macht. Das heißt, da ist das sozusagen, das kommt also aus einem Hause. Aber das ist eben nur ein kleines Detail. So, wie gesagt, ich hatte letztes Jahr über Gulp und NPM und Node.js und diese ganzen tollen Sachen gesprochen, die man dann auch nutzen kann. Und das kann man eben hier auch. Also man kann eben auch NPM install und update und so weiter. Kann man auch machen. Das gleiche mit Rover geht eben auch. Und hier finden wir es wieder. Und da habe ich dann sogar auch nochmal richtig geschrieben. Das ist dann Gulp. Man kann auch Gulp-Task ausführen. Also die ganzen Sachen integrieren sich eigentlich relativ sauber und sehr angenehm. Von daher kann man da nicht alles machen. Was aus meiner Sicht mit Roboli ein bisschen ja, nicht außergewöhnlich ist vielleicht das falsche Wort, aber was auf jeden Fall bei anderen Taskern nicht immer so out of the box dabei ist, das ist, dass man also Docker-Tasks ausführen kann. Auf Docker Compose? Hm? Auf Docker Compose? Ja, du kannst im Grunde genommen die Sachen kannst du machen, du kannst die Container erstellen, du kannst die Container laufen lassen, kannst also alles machen, was du so brauchst mit Docker. Letzten Endes kannst du auch irgendwie, dass du auch der Shell exekutieren, aber du kannst also das machen, was man so üblicherweise mit Docker macht. Und ich denke, das ist so ein bisschen, also das habe ich zumindest bei noch nicht so vielen anderen von den Taskern gesehen. Zum Schluss, und dann sind wir dann auch schon durch mit den ganzen Tasks, kommen wir zu dem Task mit der, würde sagen, bezüglich der Methode, die da aufgerufen würde, hat wahrscheinlich der Entwickler am meisten drüber nachgedacht. Also das heißt, das ist der API-Gen-Task und der Task heißt dann eben auch API-Gen. Das kann man sich dann auch ganz gut merken. Gut, das sind die einzelnen Tasks. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu ein paar kleinen Beispielen und damit ihr im Augenblick mal seht, was denn da passiert. Also das erste Beispiel, da geht es um Entwicklung. Das kann jetzt irgendwas sein, das kann eine Joomla-Komponente, Modul, Plugin, was auch immer sein. Und wir gehen davon aus, dass wir den Programmcode in unserem Git-Repo haben. Und da ist dann so eine Struktur. Das kann man jetzt natürlich super gut lesen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Kann man es echt gut lesen? Okay. Von hier geht's. Gut, super. Wenn ich irgendwelche Komponenten entwickle, habe ich mir irgendwann mal eine Struktur überlegt und ich bilde im Grunde genommen das Joomla-Verzeichnis ab mit den ganzen Unterverzeichnissen. Committe da irgendwie alles irgendwie rein und das sollte euch wahrscheinlich alle sehr bekannt vorkommen. Wir müssen das ein bisschen genauer gucken, uns den Admin-Part dieser ganzen Sache an. Also die Komponente heißt jetzt ABC und das ist der Admin-Teil davon und da gibt es eben auch ein paar Language-Files und so weiter. Nicht wirklich der große Brüller.
Wenn man sich natürlich an so eine Struktur hält, hat man es dann auch irgendwann relativ einfach beim Entwickeln. Und ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich meine Joomla-Installation habe und dass ich mein Git-Repo habe und dass ich dann, ich benutze den Mac, wie man sieht, und keine Windows-Maschine, dass ich dann einfach die einzelnen Verzeichnisse da rein symlinke und dann ist das Thema durch. Dann braucht man einmal nur, wenn man bei Joomla dann ins Backend geht, braucht man einfach nur mal nur zu installieren. Und so hat man also alles immer unter Version Control und hat es aber auch auf jeden Fall in den richtigen Verzeichnissen in Joomla drin. So mache ich das und deswegen nutze ich dann eben auch gewisse Tools, um dieses Linking, und das zeige ich jetzt gleich, dieses Linking zu machen. So, wenn wir das jetzt irgendwie einrichten wollen, dann müssen wir ein paar Sachen eben machen. Ne? Also wir müssen Compose installieren, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Das ist von Betriebssystem zu Betriebssystem unterschiedlich, wie man das macht. Das kann man auf der Webseite von denen in aller epischer Breite irgendwie nachlesen. Und man holt sich das Repository lokal, richtet das entsprechende Package mit Composer ein. Das kann man auf verschiedenen Wegen machen. Composer install, also erstmal editieren der Composer.json-Datei, Composer install. Oder eben Composer require Package Name, aber das wisst ihr ja alle schon, weil ihr Entwickler seid. So, okay, das ist jetzt ziemlich weit oben. Ich hätte mir gedacht, ich schiebe das alles sehr weit nach oben, damit man das auch gut sehen kann von hinten. Das war nur bedingt eine gute Idee, aber wir schauen einfach mal, was passiert. Ich mache das jetzt hier alles so online. Man sieht also, gerade mal hat man das Repro geholt, geht jetzt in das Verzeichnis rein, das ist meine Event-Komponente. Da sieht man auch so ein bisschen das Verzeichnis, wie das aufgebaut ist. Hier seht ihr jetzt irgendwie, was in der Composer.json drin steht. Da steht also die Rubo-Release sozusagen als Require drin. Wenn ich jetzt Rubo aufrufe, dann funktioniert das nicht, klar, weil, weiß es einer, ich muss natürlich jetzt ein Composer install machen, genau. Install, nicht Update in dem Fall, ne? Weil wir wollen ja das gerne haben, was ich in dem entsprechenden Repository drin habe. So. Wenn ich das jetzt mache, kann man das eigentlich lesen? Ich kann es von hier vorne nicht lesen. Okay. Dann sieht man, hier unten steht jetzt Map all parts of an extension into a Joomla installation. Das kann man es jetzt lesen? Ja. War eine grandiose Idee, dass ich das highlighted habe. Ne? So, das ist die Funktion. Und die rufe ich jetzt einfach mal auf. Und dann bekomme ich natürlich eine dumme Fehlermeldung, weil da steht Map to dir. Das Ding braucht nämlich einen Parameter. Und zwar, es muss wissen, wohin denn. So. Und ich habe da auch ein Joomla installiert an der Stelle. Wie man sieht, das dürfte euch allen relativ bekannt vorkommen. Und das ist das Verzeichnis. Das hole ich mir dann jetzt eben und ich werde das dann gleich genau zu dem werde ich das also reinmappen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen zurück. Und jetzt seht ihr also, jetzt wird das also ausgeführt. Der geht also jetzt durch diese ganzen Sachen durch und führt die entsprechenden Sachen aus. Ganze Menge Ausgaben, aber ich habe es ganz gerne, wenn die Sachen irgendwie möglichst viel erzählen, was sie tun. So. Wenn man mit Rubo gewisse Sachen ergänzen will oder machen will, dann muss man Public Functions definieren in dem Rubo-File. Und das ist jetzt ein Auszug aus diesem Rubo-File. Und da kann man also sehen, wie gesagt, das ist eine Public Function. Der bekommt das To-Dir, wo es reinlinken soll.
Da das Robo-File in dem gleichen Verzeichnis drin ist, nimmt das irgendwie die Codebase und läuft dann quasi durch alle Verzeichnisse durch und guckt, was er damit also machen kann und mappt dann die entsprechenden Inhalte von den Verzeichnissen in das Joomla-Verzeichnis rein. Da gibt es noch ein paar mehr Funktionen, aber das ist im Grunde genommen durch Dateien, durch Verzeichnisse durchlaufen. Ist das wirklich ein Verzeichnis? Nehme ich das? Hat das den richtigen Namen? Kopiere ich das? Also mache ich das Simlinken. Und das Simlinken ist dann eben auch hier. Und da wird dann in dem Fall wird hier wird zuerst gelöscht, wenn es dann vorhanden ist. Oder ansonsten wird eben ein Simlink gemacht. Und wenn das dann irgendwie ganz schief gelaufen ist, wird dann irgendwie eine Exception geworfen. Und das ist es. Das ist es im Wesentlichen, was damit passiert. So. Ich kann nur so ein bisschen Gas geben, weil sonst wären wir zu spät. Gehen wir weiter. Nächstes Beispiel. Verzeichnisse kopieren finde ich furchtbar langweilig, ihr wahrscheinlich auch. Und wenn man dann so einen Verzeichnisbaum irgendwie für sich hat, dann ist das eben auch noch viel langweiliger, als es insgesamt sowieso schon ist. Und deswegen habe ich mir dann einmal so einen Task gebaut, der eben so einmal da durchgeht und die ganzen Verzeichnisse anlegt. Und dem gibt man einfach den Namen der Komponente und der läuft dann da durch und macht die entsprechende Verzeichnisse. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Und wenn wir, wie gesagt, wir sind ja irgendwie hier alle Entwickler, zumindest habt ihr das vorhin gesagt. Und das ist ganz normales, ganz einfaches PHP und das ist eigentlich auch schön. So, was macht man, um diese ganze Sache initial einzurichten, wenn man also noch gar nichts hat, das vorhin dieses Repository hatte, dieses Robo-File ja schon drin. Das ist auch total einfach. Und zwar, wenn man macht sich also eben ein Verzeichnis, das habe ich in dem Fall Start genannt, und geht in dieses Verzeichnis rein und ruft in dem Verzeichnis einfach Robo auf. Und da wird gefragt, soll ich hier jetzt einen Robo-File anlegen? Tada, sagt man ja. Und dann sieht man das Robo-File, zumindest kann man das sehen, wenn dieser Beamer nicht vom Aldi wäre. Okay, so, wir haben gesehen, es gibt eine ganze Menge Tasks, die man sowieso schon benutzen kann. Da ist so eine ganze Menge drin und man kann die ganze Sache aber auch natürlich ergänzen und erweitern. So, wie funktioniert das mit dem Ergänzen und Erweitern? Da würde ich mir jetzt den Stuhl für nehmen. Und jetzt kommt die spannende Sache. Vorhin habe ich diese ganzen Terminal-Sachen immer aufgenommen. Da. Das bedeutet, da konntet ihr meine ganzen Tippfehler nicht sehen, die ich normalerweise mache. Kann man das lesen? Ja, ne? Das kann man lesen. Ja, okay, cool. So, dann schauen wir nochmal da rein. Und zwar in dem Fall hier das könnt ihr nicht mehr sehen. Dann machen wir das anders. Der macht an der Seite wahrscheinlich ein bisschen was weg. So ist cool. Okay. Okay, super. Okay, so. Also man sieht hier Source Directory. Die ganze Sache funktioniert im Wesentlichen darüber, dass man in den Verzeichnissen Traits einbindet und über eine Datei. Hier seht ihr jetzt also genau die Datei. Den Code, den wir schon am Anfang gesehen haben. Ne? Es gibt ein bisschen Constructor. Es gibt hier irgendwie so eine Run-Datei. Man kann also sagen hier Print Task Error, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Das habe ich vorhin ausgeblendet. Und hier ist dieser ganze While-Kram, der durch die Verzeichnisse durchgeht mit noch ein bisschen mehr
eben Ausgabe, Information läuft eben dadurch, dass die Handy wird geclosed und so weiter und so fort. Na? Und da gehen eben diese ganzen Sachen entsprechend durch. So, und hier ist das Verzeichnis, hier ist unser Komponentenverzeichnis und das ist jetzt das entsprechende Robo-File. Also vorhin waren diese ganzen Sachen, die jetzt in diesem ausgelagerten Task, in dieser Map-Datei drin waren, dieser Klasse, die waren vorher in dem Robo-File drin. Und jetzt ist in diesem Robo-File eigentlich nur noch drin, dass der das From und To, da habe ich jetzt keine Parameterübergabe mehr gemacht, sondern habe das einfach hart gecodet. Und dann wird jetzt einfach der Task Map aufgerufen, der eben hier in dieser Klasse drin ist. Und in dem Task Map wird dann eben diese Run-Methode aufgerufen. Das ist quasi schon alles. Und so kann man das ergänzen, kann man seine eigenen Sachen da reinbringen und kann da, ja, man kann es eben ergänzen. Und jetzt mache ich dann auch den Beweis, dass, aber ihr könnt es ja sowieso nicht lesen, ne? Gerade eben hast du es. Das kann natürlich auch sein. Das ist natürlich doof. So, und wenn ich jetzt hier Robo Run eingebe, dann habt ihr gesehen, jetzt hat er das auf jeden Fall als Execute. Ich muss das, glaube ich, kleiner machen. Der kann die Auflösung nicht. Ups. Ne? Also, man sieht im Grunde genommen das Gleiche, was wir also vorher auch gesehen haben, nur eben jetzt ausgelagert in der Datei. Erweitern ist also auch möglich, falls ihr irgendwie spezielle Anforderungen habt oder spezielle Sachen machen müsst oder machen wollt, könnt ihr das auch machen. Vielleicht wollt ihr irgendwie jedes Mal, wenn ihr ein Release macht, irgendwie mehrere Tweets aussenden oder die Leute auffordern, ein Review auf im Extension Directory zu machen. Ich habe gehört, dass manche Leute machen das. Und so könnt ihr das dann eben entsprechend machen. Das ist eigentlich schon der kleine Einstieg in Robo gewesen. Von daher, falls ihr irgendwie noch Fragen habt, gerne. Ich werde sie versuchen zu beantworten. Ja, hau. Und zwar ein gewisser Rollback-Mechanismus, falls einzelne Tasks fehlschlagen, der dann. Nee, das musst du dir implementieren. Das müsstest du. Kann man es dann direkt schon implementieren, sondern wenn der Task jetzt fehlschlägt, dann mach bitte. Ja, du kannst rausfinden, ob irgendwas. Dafür gibt es erstmal dieses Stack. Das irgendwie abbricht, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Aber du kannst auch überprüfen, ob der Task, sofern es auch eine Möglichkeit gibt, das zu überprüfen, ob der Task eben in Ordnung ist und erfolgreich war. Das kannst du auch machen und dann irgendwas anderes tun. Selbst der Stack würde nicht wieder zurückgehen, sondern einfach nur aufhören. Der wird einfach nur aufhören, genau. Ja, ist also nicht so, dass. Wenn du ein Verzeichnis irgendwie erstellt hast und danach geht irgendwas was schief, was willst du denn dann machen? Also das kannst du ja auch so, da kannst du auch sonst nicht irgendwas tun. Ne? Du müsstest du quasi die ganze. Ja, das könntest du. Auf so eine Idee könnte man natürlich kommen. Klar, sowas würde gehen. Aber du musst es eben. Ich würde ja sowieso mit den Sachen immer nur Sachen machen, die man da wahrscheinlich danach auch wegwerfen kann. Also das würde ich für diese Automationssachen würde ich irgendwie das sowieso nur machen. Von daher. Wo musst du sagen, liegt der konkrete Vorteil gegenüber dem JavaScript? Gegenüber was? Gegenüber dem JavaScript oder Node.js Taskrunner. Gar keiner. Genau, das ist der. Hast du noch mehr Vorteile? Das ist der. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch echt ein großer Fan von Galb und mach auch relativ viel auch mit Galb. Die Sachen, die ich mit Galb mache und die Sachen, die ich mit Robo im Vergleich mache, ist von den Codezeilen ungefähr das Gleiche. Ja,
Das ist kein, das ist wirklich kein Unterschied. Ne? Ich habe also diese Erzeugung von den Verzeichnissen gemacht. Ja. Das ist das Gleiche. Und das Mapping, das ist auch irgendwie das Gleiche. Also das gibt sich nicht wirklich was. Das Einzige ist eben, das ist PHP und das kann eigentlich bei Joomla oder jeder Joomla-Entwickler sollte PHP können. Also von daher. Sogar PHP 5. Ja, genau. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, ich bin ja sowieso heute den Tag noch da und damit bedanke ich mich für euer Kommen und für die Aufmerksamkeit, für die interessanten Fragen. Vielen Dank.